Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir begeben uns jetzt wie angekündigt. Ah, mein Rücken kratzt. Oh Mann, warum jetzt? Ah, so, jetzt kann ich gerade nicht rennen. Jetzt schon. Wir begeben uns also wie angekündigt nach Monteregioni und holen unsere Knete aus der Kasse. Unsere eigens verdiente Knete. Aus der machen wir dann Figürchen. Damit holen uns dann, ja, dann, das war ja so 8000 irgendwas, ne? Wenn ich mich recht entsinne, dann haben wir auch... Ach ja, genau. Gute Idee. Dann haben wir auch genug Geld für einen neuen Brustschutz und dann sind wir voll gerüstet. Das sollte erstmal genügen, aber passt in Zukunft besser auf. Alles klar, Doc. Wird gemacht. Ach, hier ist das, okay. Ja, und dann haben wir genug Geld für einen Brustschutz und... Oh. Die Rialto-Brücke. Vor allem, die haben echt so kleine Häuschen. Also, nicht kleine Häuschen, aber so kleine Stellen, wo man dann so ein Bötchenfahrt machen kann. Und ja, ja, ja. Ist super süß. 100 Florin. Na gut. Ja, ja. Holen wir uns dann neue Ausrüstung. Und dann begeben wir uns dann zu den Docks, glaube ich, meinte der Typ. Der Ugo. Ugo. Ach, das Familiengrabs ja noch. Ja, gerade jetzt nicht. Wir haben ja noch vor 2, 3 Folgen, glaube ich, das Templar-Versteck da gemacht. Die Templar, was war das? Den Templar-Schatz, sagen wir mal, geraubt erneut. Ja, ja, du bist vielleicht ein bisschen aufgeräumt. Das ist mir auch egal. Ja, deswegen machen wir, naja, das Auditore-Grab machen wir auch noch. Ich glaube, das kenne ich aber auch nicht. Das wäre für mich dann auch blind, sozusagen. Denn das kenne ich nicht. Ah, wir können ja hier noch was Nettes. Ah, stimmt. Die Stadt müssen wir ja noch aufbauen. Mensch, wie konnte ich das denn nur vergessen? Hm, könnte ich mal machen, wenn wir hier sind. Vielleicht reicht es jetzt nicht direkt für den Brustschutz dann, aber zumindest haben wir dann etwas gemacht. Salute, Serezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Nein, du Arsch! Deswegen habe ich dich angesprochen. So, hammer. Ine Kirche. Okay. 4000, boah, voll teuer. Oh, ein Brunnen will ich... Na gut, machen wir schnell die Kirche. 4000 los, das reicht erstmal. Ne, weil der Rest ist ziemlich steuer. 3000, 7000, 5000, 5000. Ja, 4000 wert. So, nicht wert, weil das war wegen Monteregioni. Boah, diese Farben, die sich immer ändern, das ist ganz, ganz komisch. Na egal. Gut, da haben wir das auch. Haben wir das auch gemacht. Ein bisschen Geld geholt. Ich kann mal hier direkt gucken. Hier ist ja auch ein Schmied. Der müsste ja denselben Scheiß haben. Ne? Hier, Fabro. Ja, du hast denselben Scheiß. Okay, die Schulterplatten können wir uns holen. Ich hätte aber erstmal gern den Brustschutz. Bringt zwar beides jeweils plus 1, aber warum bringt beides jeweils plus 1? Weil Gesundheit hat hier so 3 Karos und hier 4, aber beides ist plus 1 Gesundheit. Hä? Ihr habt nicht genug Geld, um hier zu kaufen. Alter, halt die Fresse. Ganz ehrlich, ich baue noch deinen scheiß Laden aus und du sagst mir dann, ich hätte kein Geld für deinen Rotz da, den du verkaufst. Leck mich doch am Hintern. Oh, dreist werden. Das gibt's doch nicht. Hier, Viaggio, ich möchte nach Venedig. Wir waren in der Rialto-Brücke. Aber ich habe schon wieder vergessen, wo wir eigentlich hin müssen. Das habe ich mir echt gar nicht angeguckt, merke ich. Na egal. Dann gehen wir zur Rialto-Brücke. Lalala. Ja. So, akzeptiert alles. Gut. Ah, gut, dann. Ja. Ein Schiffsunglück. Oh nein! Ein Schiffsunglück. Oh, ich habe Bock mal was anderes zu machen. Hier, Auftragsattentat. Ne, oder? Wenn das nicht zu viel ist, können wir uns das mal anschauen. Die Codex-Seite können wir da unten leider nicht holen. Aber wir schauen uns mal am Taubenschlag, na, das Auftragsattentat aus, an. Ich kann nicht reden, wenn irgendwer dabei noch gleichzeitig redet, und sei es im Hintergrund, das verwirrt meinen Kopf. Ist genauso, ich bin die erste Person, die man ablenken kann beim Zählen, wenn irgendwer Zahlen reinschreit. Ich bin da sofort weg. So. Lorenzo, was sagst du denn? Dicker als Wasser. Wer, ich? Nee, deinen Scheißauftrag mache ich nicht. Bin ich dicker als... Das ist das so.
Ich sende einen meiner Männer, um euch bei der Eliminierung eines Verschwörers zu helfen, der mit Erzbischof Salviati im Bunde ist. Er steuert eine Gondel, die euer Ziel abholen wird. Folgt ihm in einiger Entfernung, vermeidet einen Kampf, bis ihr bereit seid zuzuschlagen. Sollen wir das machen? Ja, irgendwie, nö. Das klingt nach Aufwand. Wenn das irgendwie sowas ist wie eine Schlägerei, bin ich dabei. Ich dachte, vielleicht können wir ganz schnell Geld machen, aber das klingt schon wieder nach so einem 10-Minuten-Attentat. Oh, 10 Minuten. Ja, ich weiß, aber bei einer Assassin's Creed-Folge von, boah, plus minus, immer ein bisschen was, rund 20 Minuten, ist da schon ein bisschen viel, ne? Sonst können wir überhaupt, glaube ich, nichts. Haben wir noch irgendwo so Aussichtstürme? Nein, nicht mal das. Alter, voll crazy shit. Ich habe nichts zu tun hier gerade. Auch abgesehen von Leo besuchen und diesen Dingens da gerade. Kann ich mal. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Naja, das mache ich auch nicht. Ja, Ezio, du bist gerade mal erst. Wie alt ist der denn hier eigentlich? Gute Frage. Wenn der am Anfang der Geschichte so... Da wird es so um die 20 oder ein bisschen was unter 20 gewesen sein, denke ich mal. Mein Schatz. Hui! Na, du gehörst mir, Assassine! Nee, 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 ich glaube nicht. So, was habt ihr jetzt so mit eurem Leben verteidigt? Wow, echt? Nur? Boah, das tut mir jetzt leid. Das ist ein ganz schön beschissener Job, den ihr habt, wenn... Das Leben von zwei Wachen weniger als 900 Florin wert. Das ist doch schon scheiße. Naja, ist ja nicht mein Problem. Lalalalala, ich bin ja nur da, um das Zeug zu holen. Genau, ich wollte mal hier beim Sarto gucken, was der für, ob der vielleicht Medizinbeutel hat. Natürlich hat er die. Wieder dieses... ich will ein bisschen anders haben direkt, aber... Ja, nächstes Mal. Ich will immer noch diesen Brustschutz haben, deswegen werde ich erstmal ein wenig sparen müssen. Und Bilder müssen wir eigentlich auch kaufen. Ich hab die ganze Zeit nur kaufen! Bis ich dahin? Okay, hui! Warum Häuser oder Wege benutzen nur? Brücken! Brücken. Ha, lustig. Völlig überbewertet. Wenn man doch auch ins Wasser dopsen kann. Ah, nee. Ach, die Feder glitzert. Ich dachte, das ist auch noch irgendwas Wichtiges oder so. Yay, 13 Federn. Woo. Ich glaube, das ist mehr, als ich bei meinem ersten Durchgang hatte. Ey, nein, nein, nein. Ich geh runter. So, geh jetzt brav die Treppe runter. Es geht dahin und plünder das jetzt. Und was ist da drin? Da. Cool. Runter. Zup. So, jetzt reden wir mit dem guten alten Ugo. Meine Brüder zu retten war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und Dankeschön. Was mache ich mit einer Bande von Dieben? Die ganze Stadt ausrauben. Setzt sie eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Kleider machen, Leute. Na, ja, da kennt ihr den Spruch. Die Kisten plündern, in denen die Rüstungen von... für Emilios Wachen transportiert werden, dann ein Boot stehlen und zu Ugo bringen. Ah, das klingt ja nach einer Mission für, boah, 3 Folgen oder so. Naja, ist ja auch egal. Ja, ich glaube, ich erinnere mich da auch noch sehr grob. Sollte aber zu machen sein, sonst hätte ich das Spiel ja nicht durchgehabt. Boah, ich habe euch in der letzten Folge so viel irgendwie um die Ohren gelabert. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch irgendwas habe. Ich habe eigentlich nie viel zu erzählen. Ich habe höchstens... irgendwelche Sachen, über die ich mich aufrege oder so, aber... darüber schreibe ich, glaube ich, lieber. Ist nämlich dann irgendwie so... zu argumentieren. Ach, da unten. Zum Beispiel, was gibt's denn da so? Was gab's da so? Woo! Genau, die Sache ist zwar auch schon ein bisschen alt, aber... rosa Ü-Ei. Und nicht mal die Tatsache,
nicht mal das rosa Ü-Ei an sich hat mich so aufgeregt. Nein, mich hat einfach diese Tatsache aufgeregt, wie sich die Leute über dieses rosa Ü-Ei aufgeregt haben. Ich meine, ganz ehrlich, also ich bin keine Feministin oder so, ganz im Gegenteil. Ich finde das ziemlich uncool und ich bin eine der unweiblichsten Frauen, die auf diesem Planeten jemals gewandelt haben. Ich habe keinen einzigen Schuh mit Absatz. Ja, nicht mal einen. Ach, cool. Nicht mal einen Schuh mit Absatz. Ach ja, ich habe gut die Diebe benutzt, nicht wahr? Egal. Ja. So, einen haben wir eingesammelt. Andrea! Das war nicht Andrea, das war eine Wache. So, holen wir uns dieses Mal eine Wache. Ah, die ist rosa Ü, also auf jeden Fall, ich bin überhaupt nicht feministisch, ne? Nicht, dass es jetzt irgendwo jetzt kommt, der Animal ist nicht, die macht nur auf, keine Ahnung, Gamer, die hat keine Ahnung. Anhalten. Moment, wie ging das genau? Mal angucken und dann... Ja. Genau so ging das. So, und wir chillen hier so und dann sind sie weg. Aber ganz im Gegenteil, ich finde diese Feminismus... Laberei mega lächerlich und ziemlich nervig auch. Ich vergewaltige doch niemanden, Alter. Halt die Fresse. Ah, ich komme überhaupt nicht zu meinem Punkt, weil hier ständig irgendwer mir dazwischen redet oder sonst noch was passiert. Naja, auf jeden Fall. Ja, und ich bin aber dieses ganze rosa Hü einfach rum. Nein, aber stell dich mal folgende Situation vor. Also ich habe zwei Hauptargumente gegen die Gegner des rosa Ü-Eis. Ja, so formuliere ich das. Und zwar, zum einen, stellt euch vor, ihr habt einen süßen kleinen Sohn, der super gerne Ü-Eier isst. Ne, so, ich weiß nicht, so einmal die Woche kriegt er mal ein Ü-Ei. Und dann denkt sich, Ü-Ei, toll. Und was ist da wohl für ein Geschenk? Keine Ahnung, oder vielleicht kennt ihr es auch selber. Ich weiß, ich hatte nicht so oft ein Ü-Ei, aber ich habe mich dafür, oh Gott, habe mich dann umso mehr gefreut, als ich eins hatte. Und ihr kennt doch dann sicherlich erst recht diese Enttäuschung, die man einfach im Herzen fühlt, wenn man ein scheiß Geschenk oder eine scheiß Überraschung, sag ich mal, im Ü-Ei hat. Zum Beispiel das Puzzle, das mochte, glaube ich, keiner. Das war bei mir nicht mal das Puzzle. Ich mochte zum Beispiel diese ganzen... Oh, was war das? So diese Figürchen, die man nicht mal zusammenbasteln muss. Obwohl, doch, die waren meistens ganz süß, aber ich wollte die nicht immer unbedingt haben, wenn sie nicht gerade unbedingt super... Oh, ich bin gerade getötet. Hab ich nicht gesehen. Okay, sorry. Ja, aber sagen wir Puzzle. Das ist so, ich glaube, das am unbeliebteste Ding, was es da überhaupt gibt. Weil das machst du einmal, dann schmeißt du es wieder weg. Ja, und jetzt genauso. So ein kleiner Junge holt sich ein Ü-Ei oder lässt sich von seiner Mama eins holen. Und was passiert? Da ist eine Wings-Figur drin. So. Ja, findet der Junge natürlich scheiße. Der will keine Wings-Figur. Aber jetzt gibt's ein rosa Ü-Ei, wo genau diese Mädchen-Spielzeuge drin sind, die dann auch die Jungs nicht kriegen, etc. Ist doch alles okay. So, das ist mein Hauptargument 1. Und ich meine, es wird auch keine Mädchen aufgezwungen. Viele fangen dann auch mit, ja, hier, keine Ahnung. Da wird jedem Mädchen das immer so eingeblößt, dass man rosa zu mögen hat und Barbie und, nee, Quatsch, nicht eben Barbie. Und, ja, halt diese Wings-Club oder, was weiß ich, Schminke etc. Aber da zwingt doch auch keiner einen dazu, das zu machen. Nicht wahr? Ich war auch kein großer Fan von sowas, als ich ein Kind war. Und dann hat mir meine Mama einfach sowas nicht gekauft. Und ich wollte es auch nicht haben. Fertig. Punkt aus. Boah, bin ich gesucht. Halt die Fresse. Alter, warum verfolgen die mich jetzt schon? Ja, und... Ja, so, das ist mein Argument 1. So, jetzt Argument 2, ja? Von wegen so Leute meinen, warum denn überall extra für Mädchen? Bla bla. Okay, das sind auch genauso die Leute, die sich bei... Boah, was gab's da noch letztens? Weiß ich gar nicht, aber noch so irgendwelche extra Sachen dann mega beschweren. So, da habe ich jetzt eine Gegenfrage, ja? Ihr wart bestimmt schon alle mal, wenn auch nicht selber einkaufen vielleicht, aber in einem Drogerieladen. So ein Rossmann, DM, ne, kennt man ja so. Damals noch Schlecker. Ja, und so weiter, ne? So. Niemand beschwert sich über Duschgel for Men. Niemand. Niemand verschätzt sich drüber. Aber alle finden es direkt scheiße, wenn da irgendwie so ein kleines, unschuldiges, rosa Ü-Ei da ist. Also ich verstehe das nicht. Es gab schon immer diese... Für Mädchen, für Jungs, die kriegen das. Ja, na und? Lass sie doch einfach sein. Mein Gott. Das habe ich auch viel zu lange für meine Argumentation gebraucht, weil ich die ganze Zeit abgelenkt war. Auf jeden Fall ist das mein Punkt, dass ich das irgendwie nicht ein... Also, dass ich diesen Tobaho
drumherum nicht einsehe. Naja, Alter, hör auf mich zu verfolgen. Ich muss eigentlich hier hin. Na egal. Ab auf die See. Oh, Alter, was wollen die jetzt alle von mir? Ich hab doch nichts gemacht. Ich hab nur den einen Herold bestochen, aber mir nicht. Sieht wie ein rosa Hühnchen. So, aber ich kam gerade auch nur drauf bei Sachen, die mich aufregen. Oder Menschen, die mich aufregen. Menschen, die auf Eingängen rumstehen. Oder mitten auf dem Weg stehen bleiben. Ich die Kürze kriegen. Ja, so viel zu Sachen, die ich euch eventuell erzählen könnte oder auch nicht. Du bist nicht oben. Das ist nicht oben, Leute. Ihr seid auf dem Steg. Das ist alles andere als oben. Mist. Komm, jetzt geh weg. Na, komm und stirb. So. Ja, das ist nur ganz kurz. Um mal irgendwas mal nochmal erzählt zu haben. So, jetzt muss ich da hin. Dauert doch übrigens nicht so lange, wie ich dachte. Na. Komm ich auf diese dumme Gondel jetzt? Ja. So, jetzt muss ich da irgendwie hin. Oh Gott, oh, diese Gondelsteuerung ist auch mal. Oh, wie geht das denn jetzt? Nein. Da lang. So. Schön weg von den. Ah, da hinten. Oh, hätte ich das nicht zu Fuß machen können? Warum muss ich das mit der Gondel machen? Na komm. Ja, Entschuldigung. So. Und hip. Hier, Hugo. Nimm deinen Scheiß. Geh ich denn hier runter? Gehen. Sehr gut, Ezio. Das ist genau, was wir brauchen. Klar. Ich richte Antonio aus, dass ihr erfolgreich wart. Bitteschön. Kein Problem, Alter. Ja, Geld. Jetzt hole ich mir endlich diesen Brustpanzer, verdammt. Oh, Brustschutz. Brustschutz. Ah. Ich muss sagen, Assassin's Creed ist toll. Also Assassin's Creed 2 ist toll. Aber das ganze Franchise ist super. Oh, was ich natürlich unbedingt hier mal ansprechen muss. Ihr habt bestimmt auch schon davon gehört, aber... Es kommt ein Assassin's Creed-Film! Woohoo! Ja, aber ich weiß zumindest gar nicht mehr, was ich sagen soll. Wurde jetzt, also von meinem Standpunkt aus gesehen, ich glaube, gestern veröffentlicht. Für euch vielleicht... Warte mal, muss ich kurz überlegen. Ich glaube, die Folge vorgestern, glaube ich. Irgendwie so. So, jetzt müssen wir mich alle in Ruhe lassen, Leute. Oh, wo sind... Wow, Leute, lasst mich doch mal in Ruhe. Hier, zack. So. Ein Assassin's Creed-Film. Ich habe, möchte ich sagen, echt... Also, ich habe dazu echt nur zwei Sachen gelesen. Und zwar macht das Ubisoft und... Oh, warte mal. Noch irgendeine Produktionsfirma, von der ich noch nie was gehört habe. Aber die sollen wohl auch die Chipmunks gemacht haben. Irgendwie so. Keine Ahnung. Ich kenne mich im Film eh überhaupt nicht aus. Und in der Hauptrolle soll Michael Fassbender spielen. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung vom Film. Ich habe noch nie was mit Michael Fassbender gesehen. Also nicht 300, nicht in Glorious Bastards. Ich habe keine Ahnung davon. Ich hätte es erst kaufen müssen, dann reparieren. Verdammt. Ja, was meint ihr? Wie wird das? Wird das... Ach, Schulterplatten. Nein! Oh, ehrlich? 300 Florin? Oh, scheiße. Super. Was mache ich denn dann? Können wir gucken. 300 Leute ausrauben ist natürlich keine Option. Obwohl. Okay, hier ist abgesperrt. Das sieht man in den Strichen unter, dass ich da gerade eben nicht weiter konnte. Ja, hier haben wir nur noch diese Attentatsmission. Ach. Nee, ich habe auch wirklich echt keine Lust drauf. Keine Lust. Na, erstmal hole ich mal irgend so an. Nicht Kunst. Egal. Ich wollte eigentlich den Steckbrief da anvisieren. Assassin's Creed-Film. Ich weiß nicht. Also, ich weiß überhaupt nicht, ob das irgendwie zu irgendeinem Spiel wird. Ob die dann Ezio verfilmen. Also, Ezios Geschichte sozusagen. Was zur Hölle?
Fuck, nein, das wollte ich gar nicht. Ah, geh weg, 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 guck mal, ich bin weg. Oh, ein Schatz. Oh, vielleicht sind da. Oh, bitte ist da genug Geld drin. Bitte, 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 bitte. 300 Florin. Bitte, 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 bitte. Das war so cool. Ja! Ja, wir schaffen es doch diese Folge. Alter, ich gehe an die Decke. Das gibt's doch nicht. Wie geil. Ja, ja, egal. So. Ah, puh. Na, endlich. Oh, krieg ich endlich meinen Willen, ey. Laber ich schon die ganze Zeit davon. Brustschutz. Ja, Metall. Ta, 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 ta. Oh, super geile Musik auch. Ja. Ja, Monte di Johnny Set ist auch direkt gesteigert. Ja. Also, schreibt mir in den Kommentaren, was meint ihr, wie wird der Assassin's Creed Film? Ansonsten mache ich jetzt für heute erstmal auch wieder Schluss. Und man sieht. Da ist ein Geld. Und man sieht sich dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed 2. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war euer Animanus. Und bis später, ne? Jupp, 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 finde ich auch. Also, bis dann, danke fürs Zusehen, ciao!